wenn die Miezekatze erschreckt. Na toll. Überhaupt. In der Welt oder was? Oder wie? Oder wann? Oder was? Da war doch was. Ach so, hier. Die Ärzte haben mich getäuscht. Also. Die Ärzte haben mich getäuscht. Sie wollten mir gar nicht helfen. In Wahrheit dienen sie dem finsteren Fürsten. Sie suchen Menschen wie mich, damit der finstere Fürst ein Portal zur Erde öffnen kann. Und ich bin ihm direkt in die Arme gelaufen. Wie dumm ich war. Zum Glück konnte ich den Transportlaser manipulieren, sodass ich hier gelandet bin, statt im Palast. Ich hoffe, dass ich hier lang genug unentdeckt bleibe, um mir einen Ausweg zu überlegen. Das hoffe ich doch auch, aber wo bist du, du alte Schrapprelle? Das sieht aus wie ein Vogelfutterstelle. So, kommst du mal hier. Wir sind natürlich nur wegen Vogel wegen zu. Wir sind natürlich nur zum Vogelfuttern hier. Ist doch verständlich. Oh, was haben wir hier? Ein ziemlich simples Schloss mit einem dünnen Gegenstand. Dürfte es ein Kinderspiel sein, es zu knacken. Ja, knack und back. Bären. Schokolade? Ist da Schokolade am Fenster? Nein, ist ein Ziegel. Na gut. Die Salbe ist kaputt und bewegt sich kein Stück. Ich muss das fehlende Teil finden. Okay, gut. Merke, fehlendes Teil von der Seilwinde. Gut. Kann ich irgendwie die Bären hier rein? Was Süßes! Hallo, Papagei! Ein Papagei! Ach, ne! Zumindest einige Dinge scheinen also auch hier normal geblieben zu sein. Kann ich vielleicht mit der Feder das Schloss aufknacken? Ich weiß nicht, ob es funktioniert hat, aber es hat funktioniert. Naja, gut. Du bist also die Schwester, von der wir schon so viel gehört haben. Ich persönlich würde dich am liebsten jetzt und hier auslöschen. Aber mein Meister legt Wert auf dein Leben. Er hofft wohl, du könntest deine Schwester ersetzen. Wenn bei dem Ritual was schief geht und sie, sagen wir mal, zu Schaden kommen sollte. Arschloch. Deine Reise jedenfalls endet hier. Warte schön auf uns. Die böse Lache. Was ist das? Was ist das für ein blöder Hund? Hat er mir gerade den Weg kaputt gemacht? Was war das denn? Diese Kreatur hat die Brücke zerstört. Ich muss einen Weg finden, um von dieser Fliege hinten ins Leer runterzukommen. Jo, die Idee hatte ich auch schon, ne? Naja, gut. Was haben wir denn hier so Schönes? Huch, ich weiß nicht. Seltsam, hier scheint eine Batterie gewesen zu sein, ob der Drachen zur Stromgewinnung genutzt worden ist. Klar, da haben sie ja den Finger reingesteckt und haben einmal schön den Stoff gespürt. Ach du Scheiße, was ist das denn? Wiegt die Steine durch die Tunnel in die richtigen Nischen. Du kannst die Platten... Ach nö, will ich gar nicht. Geht doch auch so. Oh. Ging auch so. Na gut. Hallo? Ach du Scheiße. Was geht denn hier? So vielleicht? Achso, guck mal an. So. Dann komme ich schon mal... Dann bin ich schon mal hier. Ist es gut? Ich glaube ja nicht, oder? Nee, bringt mir glaube ich nicht so viel. Bringt mir das was? Nein, auch nicht so wirklich. Nein, das bringt mir auch nichts. Komisch... Hallo? Hallöchen? Hallo, ach doch. Ich muss auf jeden Fall da unten hin. So vielleicht? Ja, das ist natürlich... Achso, guck mal. Kannst du so machen. So vielleicht?
nur mal an. Nein, das ist wohl die Suche, ne? Ja. Da haben wir das halt so. Lalalala. Hallo? So. Rein hier. Rein hier, Wolfkostel. Also mich gerade, ich komme wahrscheinlich hier nicht gerade durch, ne? Dachte ich mir schon. Achso, machen wir es halt so. Machen wir es so. Geht doch ganz gut. Was habe ich bekommen? Was habe ich bekommen? Was habe ich bekommen? Was habe ich bekommen? Nick habe ich bekommen. Schön. Lauerstrick bekomme ich. Was haben wir denn hier Schönes? Eine stumpfe Machete. Machete, Machete. Mach mal hin. Mach mal eine Fete, liebe Machete. Der Griff steckt fest. Hallo Klubschies. Was machen denn all diese Chamäleons hier? Sie haben bestimmt nur überlebt, weil sie sich so gut tarnen können. Klar. Wie nichts anderes. Meisel. Was ist das denn? Sie scheinen eine bestimmte Kachel zu fehlen. Ah. Da ist mir der junges Mais festgefroren. Kann ich vielleicht mit einer Meisel herholen? Nein? Was ist der stumpfen Machete? Mit der stumpfen Makrele? Warte, was habe ich denn? Keine Meisel. Meisel? Meisel? Nein? Und Ziegel? Ziegel drauf? Bam! Geht doch alles. Doch hier unten irgendwo. Hier. Ist schon, das muss ich kurbeln, ne? Ein alter halb verfallener Brunnen. Halb verfallen heißt noch nicht ganz verfallen. Also können wir nur noch benutzen. Eigentlich sieht diese Konstruktion aber aus wie ein Schleifstein. Hier, Schleifstein. Mach mal was Schönes. Scharfe Machete. Machete, Machete. Ach ja, und die liebe Karete. Oh, was ist das? Dieser Knoten von Hanzo lösen dürfte ewig dauern. Sollten wir etwas anderes überlegen. Kann ich vielleicht mit meiner Machete helfen? Machete. Ja, ein Anker. Ich hole mir jetzt aber nicht die Insel her, oder? Dein Ernst? Oh, nein. Jetzt kommen wir drin am Rad. Ja, wir drehen hier am Rad. Was geht ab? Das hat doch super funktioniert. Mal sehen, ob ich jetzt hinüberkomme. Wir haben nicht wirklich so eine Insel jetzt hergezogen. Ihr habt sie doch nicht mehr alle. Was ist das denn? Kusch, kusch! Geh weg! Kusch, kusch! Ich hätte das auf mich gehört. Hätte ich echt nicht gedacht. Na gut. Was ist das denn? Hängt ein Tonband weit oben in den Ästen dieses seltsamen Baumes. Wie bekomme ich es herunter? Was war das jetzt? Na gut. Ist das hier rein? Der Abdruck auf dieser Wand entspricht den Schienen und der Insel dort drüben. Was wohl passiert, wenn ich die fehlenden Teile einsetze? Erstmal die fehlenden Teile finden, du Nudel. Komm, wir machen ein bisschen Party-Mucke hier. Sollte erst das... Ja, gut. Ohne Tonband gibt es keine Party-Mucke. Huch, was war das? Na gut. Die fleischfressenden Pflanzen lassen mich nicht durch. Ich muss sie loswerden. Huch, hat man schon. Was ist das denn? Huch, guck mal an. Sieht aber komisch aus. Huch, was ist das? Ach, guck mal, das letzte Teil. Anscheinend kann man mit diesem seltsamen Fahrzeug zwischen den Inseln umherreisen. Ein Glück. Ich weiß nicht, ob ich mich da wirklich reinsetzen soll, du. Solche Sicherheit schaut mir das nicht aus. Ach komm, scheiß drauf.